Willkommen, liebe Freunde. Und nicht nur Freunde aus Deutschland, sondern auch Freunde aus Afrika. Um ein paar Missverständnisse von vornherein zu klären. Trivona steht nicht für tansaniatischer Regenwaldelefant, der wohnt oben neben dem Affen. Sondern steht nämlich auch für Trainingserlebniswochen in der Natur. Und ihr seid jetzt beim Newsletter in mindestens 100 Sekunden. So ist es. Unser erstes Highlight dieses Jahr war unsere Reise nach Tansania. Wir haben dort den höchsten Berg Afrikas erklommen, den Kilimanjaro. Haben dort unsere Grenzen erkannt, gesehen, überwunden. Man glaubt nicht, was für ein wahnsinniger Ausblick sich dort oben einem bietet, wie die Natur. Und ihr glaubt nicht, wie die Toiletten dort aussahen. Besonders die ganz oben. Gut, und dann kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Punkt. Nämlich haben wir, Dankeschön an der Stelle, nämlich die erste Abschlussklasse des PKR verabschieden dürfen. Vor ein paar Wochen haben sie ihre Prüfung hinter sich gebracht. Die nächste Gruppe steht schon in den Startlöchern. Die ist im nächsten Monat dran. Da geht es wieder ins erste Modul los. Das wird der Wahnsinn. Das letzte halbe Jahr habe ich übrigens noch bei den vier Jahreszeiten mitgetanzt im Volkstheater Rostock. In Kooperation mit den Tänzern vom Volkstheater, der Breakdance Connection und dem Tanzland Rostock. Auch wenn der Stock ein Attentat auf uns verübt, ist das ein grandioses Stück. Und am 4. Mai ist die letzte Vorführung geplant. Die meisten Karten sind schon weg. Wenn ihr die Chance habt, ergattert euch noch eine. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Die Sommertrivona, unser Herzstück. Wir haben dieses Jahr 3 Wochen, das kennt ihr vielleicht aus dem letzten Newsletter noch, 3 Wochen haben wir Camps für euch vorbereitet, wo wir uns wieder ganz intensiv mit Tanzen, mit Kung Fu und diesem Jahr eben auch mit dem Wasser in Form von Kanufahren beschäftigen werden. Außerdem wird es Nachtaktionen geben und übernachten in den Baumzelten. Oh ja, und wir werden entspannen in Hängematten oder auf dem Boden, wir werden baden gehen und mit Freunden ganz viel rumhängen. Einige Kids haben bei uns schon den Rückwärtssalto gelernt in den letzten Jahren. Ja, aber wir können auch ganz gut am Feuer sitzen, die Flammen genießen und die ein oder andere Sternschnuppe genießen. Also, wenn ihr euch das entgehen lasst, selber schuld. Selber schuld. Nutzt die Chance, ihr habt, sind über 80% der Plätze schon weg. Wenn ihr noch keinen Platz habt, Attacke, sichert euch einen dieser Restplätze. Und wenn ihr unsicher seid, schreibt einfach, irgendwie finden wir eine Lösung. Das haben wir bisher immer irgendwie hingekriegt. Und der nächste Termin ist das Survival-Training, das Altbekannte. Wieder für die ganze Familie, egal ob du ein Einzelkämpfer bist oder halt mit Kind und Kegel dort bist. Wir versuchen das Ganze, wie du weißt, sehr lebendig zu gestalten. Nicht nur auswendig zu lernen, sondern wirklich machen. Feuer machen, Wasser finden, dich mit Nahrung auseinandersetzen, Unterschlupf bauen. Unser jüngster Teilnehmer war 8. Und der älteste auch wieder über 50, also das ist so unsere Altersspanne. Ja. Das ist wirklich für jeden was dabei. Genau. Ein tolles Erlebnis auf jeden Fall. In einem wunderschönen Waldgebiet. Letztes Jahr haben wir sogar einen unserer Trivona-Nachwüchsler dabei gehabt, der auch ein total tolles Video dazu gemacht hat. Und damit ihr vielleicht ein paar lebendige Bilder dazu mal sehen wollt, guckt einfach auch mal in der Videobeschreibung. Da findet ihr den Link zum Video, zum Trailer vom letzten Jahr. Genau. Eine Sache noch. Und zwar auch im Herbst wird so eine Art Crossover-Projekt zum zweiten Mal stattfinden, und zwar wird es eine Wanderung sein, nennt sich Kampfkunstwanderung. Das heißt, wenn ihr, du, dich mit dem Thema Kung-Fu, Kampfkunst und Natur intensiv ein Wochenende lang beschäftigen möchtest, über eine Wanderung hinweg, nur mit eigenem Gepäck, dann guck auch da einfach mal unten, findest du den Link in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung findest du auch noch unsere Videotagebücher aus Tansania verlinkt. Dort sind vor allem die Zusammenschnitte sehr, sehr schön anzusehen. Wir freuen uns jedes Mal wieder drüber, über die Bilder. Genau, ansonsten... Genau, einen schönen Frühling. Bis bald. Bis bald. Ciao.